So, ihr Lieben, Kens Glock-Tagebuch, Episode 2. Ich bin auf dem Schießstand. Ich habe meine Glock 17 dabei. Ich habe heute Morgen noch ein bisschen dran gewerkelt. Um 6 Uhr morgens, ich konnte einfach nicht mehr schlafen, war total hypernervös und fickelig. Und habe mir gesagt, komm, nachdem ich so ein paar bekloppte Ami-Videos geguckt habe, ich mache jetzt mal noch ein ganz klein bisschen Tuning. Nachdem ich ja den Zef-Satz eingebaut habe, habe ich jetzt die Kontaktflächen von der Steuerfeder, vom Abzugsgestänge und so weiter ein bisschen poliert, um einfach dieses Kratzen vom Abzug wegzukriegen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das heute läuft damit. Ich bin gespannt. Und ich habe vom Bekannten eine Abzugswaage mir kurz ausgeliehen, eine Lyman, und habe mal geprüft. Abzug steht ungefähr bei 1650 Gramm. Also somit noch safe. Wir wollen mal gucken. Sollte das Ding gleich kommentarlos nach vorne fliegen, dann war es scheiße. Letzte Chance. Ja. Aus der Episode 1 Anpassung Griff hilft. Scheiße. Ohne Worte, Leute. Ohne Worte. Nochmal 5. Ich meine, weit weg von perfekt, diesen Anspruch erhebe ich ja auch nicht für mich. Auch nicht von einer Glock. Aber das sieht für meine Verhältnisse mit dem Drecksding hier geil. Das Ding läuft! Bin begeistert, Leute.